meine Baby-Erstausstattung. Das ist jetzt eine Haar- und Körperseife. Ja, man braucht generell auch nicht so. Und dann auf einmal flutscht es weg. Nee. Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, heute steht auch wieder einiges an. Ich habe keinen Bock. Vor allem muss ich jetzt erstmal duschen gehen, weil meine Haare sind total fettig. Der Kleine spielt da vorne ganz, ganz fleißig mit seinem Spielzeug. Ist echt süß, wenn er sich komplett selbst beschäftigt. Ja, dann würde ich mal sagen, ab unter die Dusche. Das wollte ich euch nämlich auch zeigen. Ich benutze inzwischen eine Haarseife. Also was heißt inzwischen? Seit Anfang letzten Jahres. Weil mir das mit dem Shampoo, ehrlich gesagt, doch ein bisschen zu teuer auf die Dauer geworden ist. Und mich das auch genervt hat. Das ist wesentlich praktischer, kann ich mitnehmen. Das ist jetzt eine Haar- und Körperseife. Also die kann man sowohl für die Haare als auch für den Körper benutzen. Eigentlich hatte ich vorher von der Marke hier auch eine Haarseife. Die hat nicht so gut geschäumt gehabt. Und war auch etwas teurer als die ich jetzt habe. Nur das Problem ist, mit der, die ich jetzt habe, die macht meine Haare generell fettig. Auch so strohig, und ich kann sie danach nicht wirklich durchkämmen. Ich werde die Haarseife jetzt aber auf jeden Fall aufbrauchen und danach mal gucken. Entweder bestelle ich mir nochmal die teurere oder ich steige auf eine komplett andere um. Muss ich mal schauen. Aber von der anderen habe ich ein Deo. Jetzt hätte. Das benutze ich auch gerne. Was ich aber auch noch gerne benutze, ist so eine Art Deo-Kristallstein. Den kann ich euch auch gleich mal zeigen. Und ich feiere den ehrlich gesagt total. Der ist halt praktisch für Leute, die vor allem täglich duschen gehen. Dann kann man den unter der Dusche verwenden. Nachdem ich aber ja nicht täglich unter die Dusche rufe, zumindest nicht im Winter, weil ansonsten ist meine Haut ein komplettes Schmirgelpapier, habe ich einmal hier dieses Deo von Bior. Verlinke ich euch alles mal unten in der Infobox. Das ist einfach so ein, ja, Kristallstein, glaube ich. Und nach dem Duschen, wenn man sich sauber gemacht hat, tut man das einfach unter Wasser halten, reibt sich damit ein. Wichtig ist, dass ihr, nachdem ihr es verwendet habt, letzte Mal sauber macht. Weil ansonsten fängt es nämlich an zu muffeln und das wollen wir alle nicht. Ich bin jetzt fertig mit Duschen. Haare sind noch komplett nass. Die lasse ich meistens immer so trocknen, was ich euch auch noch zeigen wollte. Eben dadurch, dass ich nicht so oft unter die Dusche gehe, weil ansonsten meine Haut extrem trocken wird, habe ich hier ein Peeling. Das ist von Over Your Body. Hier habe ich die Version Ocean und ich finde es wirklich richtig toll. Wenn ich mir damit nämlich die Arme und die Beine einreibe, dann fühlt sich die Haut danach wirklich total weich an. Also die schrubbt wirklich alles weg und ich finde die super. Ist zwar etwas teurer, aber man sollte wirklich nur ganz wenig benutzen. Dann hält es auch. Ich habe das jetzt seit 2 Jahren. Ich benutze wirklich sehr wenig, aber meine Haut fühlt sich danach immer sehr schön und sehr weich an. Ist soweit auch einigermaßen aufgeräumt. Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt, dann noch hier das ganze Geschirr in die Spülmaschine rein und dann noch ein bisschen so die Herdplatten und so weiter. Da hinten einfach alles abgewischt, dass das jetzt endlich wieder ein bisschen ordentlicher ausschaut. Jetzt gehe ich runter, schau mal nach meinem Kleinen, ob er noch schläft oder nicht. Wenn er noch schlafen sollte, dann werde ich oben wahrscheinlich das Badezimmer putzen. Also, der Kleine schläft noch, Gott sei Dank. Das heißt, ich kann jetzt in aller Ruhe das Badezimmer putzen. Das Badezimmer ist jetzt auch endlich wieder geputzt. Staubsaugen werde ich dann doch heute Abend. Ich habe jetzt auch endlich wieder die Gardinenstange hingetan. Juhu! Ich mache es deswegen heute Abend, weil ich den Kleinen heute nämlich noch baden werde. Da habe ich hier eine Badewanne gefunden auf dem Gebrauchtbahnhof für 1,80 Euro, also knapp 2 Euro. Und fürs Babybad, weil es gibt ja so viele Pflegebäder. Ich habe mich dann mal ein bisschen erkundigt und geschaut, okay, was brauche ich denn eigentlich überhaupt wirklich? Da wird am Sonntag ein Video dazu online kommen. Meine Baby-Erstausstattung. Ich habe mich dann nämlich lange schlau gemacht. Was brauche ich wirklich und muss ich das wirklich haben? Ist sehr notwendig. Wie gesagt, kommt am Sonntag dann online. Und dann habe ich mir hier Mandelöl bestellt auf Amazon. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Da tue ich wirklich immer nur eine Kappe rein. Und es kommt dann in ein komplettes Bad rein. Und mehr brauche ich ehrlich gesagt eigentlich nicht. Ist halt ein bisschen teurer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, er ist jetzt 4 Monate alt und ich habe noch nicht einmal die Hälfte aufgebraucht. Also bis hierhin ist es. Ich tue wirklich nicht allzu viel rein, weil wenn ich allzu viel rein tue, dann glitscht er mir nämlich davon. Ist nicht so spaßig, wenn man dann versucht, das Baby aus der Badewanne rauszuheben und dann auf einmal flutscht es weg. Nee, damit fahre ich ganz gut. Mehr brauche ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Man braucht generell auch nicht so viel. Aber wie gesagt, dazu kommt am Sonntag dann ein neues Video online, wo ich die Baby-Erstausstattung dann vorstelle. Wie
ihr sehen konntet, ist die Große jetzt auch schon aus der Schule draußen. Wir haben jetzt noch gekocht. Da habe ich jetzt noch eine Portion für den Hausdrachen übrig gelassen. Also für meine Mom. Da ist jetzt eine Portion im Kühlschrank noch drin für sie. Und ja, dann habe ich natürlich die Küche noch aufräumen müssen. Mal wieder. Aber jetzt glänzt sie. Ja, und dann würde ich auch sagen, beenden wir den Vlog an der Stelle hier. Ansonsten würde er viel zu lange werden. Was brauchst du denn? Sind wir jetzt bei, wie nennt man das? Pantominenspiel? Wie heißt das nochmal? Pantomine. Ja, nein, ich meine das Spiel. Gibt es doch so ein Spiel. So, genau, dann würde ich mal sagen, beende ich den Vlog an der Stelle hier, weil ansonsten würde das jetzt noch viel zu lange werden und ausarten. Aber heute steht auf jeden Fall noch die Wäsche an. Die muss heute noch gemacht werden. Soll ich dir helfen? Kriegst du es hin? Bist du dir sicher? Ja. Das sieht nicht so... Okay. Ja, dann würde ich den Vlog jetzt an der Stelle hier beenden und wir sehen uns dann am Sonntag zu meinem neuen Video. Wie gesagt, da kommt dann die Erstausstattung online, die ich wirklich gebraucht habe für meinen Jungen. Beziehungsweise, was wir gekauft haben, was eigentlich total überflüssig gewesen ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis Sonntag, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.